unterm Strich wäre ich am Anfang des Spiels mit dem 2-2 mit dem Punkt zufrieden gewesen. Wenn man jetzt die 90 Minuten einmal rückblickend sich anschaut, waren das mit Sicherheit zwei verlorene Punkte, die wir heute haben, weil ich einfach glaube, dass wir heute hier die bessere Mannschaft waren und auf gar keinen Fall aufgetreten sind wie ein Tabellenvorletzter. Wir haben sicherlich personell ein bisschen Allerlast gehabt mit zwei Spielern, die eben halt jetzt kurzfristig auch nochmal weg sind in der Woche. Das hat sich eben halt dann auch bemerkbar gemacht. Da hat ein bisschen der Spielfluss gefehlt, ein bisschen die Griffigkeit und die Bissigkeit. Die erste Halbzeit haben wir quasi komplett abgeschenkt und verschlafen. Das ist sehr, sehr schade. Und das war natürlich, sage ich mal so, einer unserer weniger guten Auftritte. Also das können wir sicherlich besser. Also ich denke, dass wir gerade in der ersten Halbzeit hier Minimum mit 2-3 Toren führen müssen, weil wir wirklich sehr aggressiv waren in den Zweikämpfen. Wir haben von vornherein gesagt, wir wollen Mainz schon vorne attackieren und versuchen, unser Heil in Offensive zu suchen. Wir hatten sehr, sehr gute Möglichkeiten und haben die leider nicht nutzen können. Und eine Unachtsamkeit hat eben halt dazu geführt, dass mit dem ersten Torschuss das 1-0 gefallen ist. Wir haben einen Freistoß nach vorne gespielt, wo ein Gegner da drunter haut. Ich habe in der Halbzeit gesagt, ich bringe die Bälle einfach vorne in die Gefahrenzone hinein. Kombinationsspiel ist jetzt nicht möglich. Durch Zufall rutscht vielleicht mal einer durch und wir sind gut positioniert. Das war bei dem 2-1 von Robert Zobasic so der Fall. Was insgesamt im Spielverlauf passiert ist, wenn man sich einfach mal die Kartenstatistik anguckt, spricht das Bände. Also wir haben acht Karten und davon drei rote. Wobei die rote Karte gegen Basir Sharifi ist ein absoluter Witz. Also da gibt es nicht mal einen Kontakt und gar nichts. Er hebt 2 Meter vorher ab, der Gegenspieler, ist 1,5 Meter in der Luft über dem Fuß meines Spielers. Und dafür gibt es dann eben halt eine gelb-rote Karte. Das ist, es ist müßig, sich über so eine Leistung eines Gespanns im Nachhinein zu unterhalten und zu diskutieren. Und wenn man dann immer für alle Möglichkeiten, Entscheidungen den Schiedsrichter dort in die Verantwortung nimmt, dann spricht das eben halt auch. Also es ist natürlich so, dass zum Ende hin es sehr hektisch geworden ist, es wurde sehr intensiv. Die Karten haben auch eben halt auch dazu beigetragen, es waren glaube ich 3 oder 4 rote Karten, eine gelb-rote Karte. Und wenn man so viel Unruhe in dieses Spiel bringt, auf dem Platz und neben Platz, dann muss man sich nicht wundern, dass das eben halt in Form von Karten bestraft wird.